meine Lieben, ich drehe heute mal ein Video, das eine Woche lang dauert. Und zwar habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal eine Woche lang, was ich so jeden Mittag esse. Und ja, dachte mir, vielleicht interessiert es einige, was ich so esse. Und ja, ich wünsche euch dabei viel Spaß und los geht's. So, das ist mein Mittagessen von Tag 1. Heute ist Mittwoch und ich mache einfach von Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Montag, Dienstag mache ich. So quasi eine Woche, da ich am Wochenende nicht zu Hause bin. Und ich habe Spaghetti Carbonara gemacht. Ihr seht ja den Schinken. Und ja, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. So, heute ist Tag 2 und da habe ich Fajitas gemacht. Das sind Zucchini, Paprika, Mais, Karotten und Tomaten und Bulle drin. Dann habe ich hier noch Salat für die Fajitas. Hier habe ich Creme Fraiche mit Kräutern. Hier ist das Brot und habe ja schon eins im Teller und dazu trinke ich noch ein Eistee. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, wie ich das so belege und dann esse ich. So, ich belege das Ganze jetzt mal. Also zuerst benutze ich immer Creme Fraiche. Ich streiche das Ganze auf dem Brot, dass es überall drauf hat. Dann benutze ich Salat. Und jetzt mache ich das Gemüse und das Fleisch drauf. Und da es jetzt ein wenig scharf ist, mache ich noch mal ein bisschen Creme Fraiche drüber, dass es nicht so scharf ist. Ja. Und dann falte ich das zusammen und esse es. So, heute ist Tag 3 und ich habe mir Hamburger gemacht. Ich habe Hamburgerfleisch, Gurken und Ketchup und Mayonnaise reingemacht. Eigentlich wollte ich noch Tomaten reinmachen und Salat, aber ich hatte keine mehr. Deshalb jetzt so und genau, das lasse ich mir jetzt schmecken und ja. So, Tag 4 ist am Start und ich habe so mega Lust auf Flammkuchen gehabt, deshalb habe ich das gemacht und da habe ich Flammkuchenteig gekauft mit Creme Fraiche, Speckwürfel und da ich keine Zwiebeln mag, habe ich einfach Zwiebelgewürz drauf gemacht, wie ihr seht. Genau, und das werde ich mir jetzt schmecken lassen und ja.
Tag 5 ist angebrochen. Ich habe heute Omeletten gemacht mit Spinat. Und ich werde jetzt das essen. Und ja. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht wollt ihr ja irgendein Essen nachkochen. Und wenn ja, dann schickt mir doch gerne Fotos davon. Würde mich sehr freuen, mal zu schauen, was ihr so esst. Und ja, dann, wenn ihr nochmal so ein Video wollt, dann lasst mir gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Und das ist kostenlos natürlich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.